Seid gegrüßt und willkommen zurück zu einem neuen Video und zu einer neuen Zeit zu zweit. Ja, wir sind jetzt gerade in Garmisch-Partenkirchen in Bayern und wollen mal versuchen, die leichte Wanderung auf die Zugspitze durchzuführen. Ja, wir haben früh am Morgen, also gerade ist wach geworden sozusagen, haben uns dann erstmal in Schale geworfen hier, ihr seht schon unser Outfit. Ja, haben die Rucksäcke gepackt, ein bisschen Essen, ein bisschen Trinken dabei, ein bisschen Fotomaterial. Ja. Und ja, wollen wir sehen, ob wir es auch da hochschaffen, den ganzen Zeug. Wir sind komplett untrainiert, aber ich denke mal, wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ja. Also, wir sind hier. Genau, dein Standort. Partenachklamm wäre jetzt hier links lang. Genau, da müssen wir jetzt den ganzen Weg runter. Wir gehen dann hier so, komplett hier runter, beziehungsweise bergauf. So, und ab hier ist kein befestigter Weg mehr, so wie es aussieht. Da müssen wir dann ein bisschen klettern. Hier haben wir einen Zweigweg, je nachdem. Dann müssen wir hier lang bis zur Zugspitze. Genau. Oh, wir. Ja, schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Sieht auf jeden Fall schon nach einer Anstrengung aus. Ja, mächtig viel Strecke. Das ist dein Plan? Das ist mein Plan, ja. Krass, oder? Richtig. Siehst du den Wasserfall da oben, den ganz kleinen? Ja. Sieht krass aus, wie das hier so verstäubt, so alles. Ja. Sehr kalt. Sehr kalt, ja. Oh, nee. Die Straße hört auf, verjüngt sich praktisch hier und ist jetzt nur so ein kleiner Schotterweg. Und können wir noch? Ein bisschen geht noch. Ein bisschen geht noch. Also es wird immer und immer und immer schmäler. Man hört auch da hinten, glaube ich, wieder den Fluss so allmählich. Ja. Das war eine ganze Zeit lang nicht so. Also wollen wir mal sehen, wie weit unsere Füße uns noch bringen. Guckt euch das mal an hier. Wie blau das Wasser da ist an der Stelle, das ist echt der Hammer. Du hast hier den kompletten Blick. Boah, das ist wirklich krass. Hier geht der Weg gleich weiter. Wir sind also gerade auf einer Brücke und machen noch den einen oder anderen Schnappschuss. Ja, das ist super. Okay, das ist die nächste Etappe, aber was uns so ein bisschen auf den Magen schlägt, Zugspitze, 8 Stunden. Und hier haben wir jetzt eine der Zwischenstationen. Hier sind wir jetzt bei der Bockhütte angekommen. Und hier kann man auf jeden Fall was essen, sich ausruhen, auf Bänke setzen. Der Ausblick ist einfach nur Wahnsinn. Schaut euch mal die Berge an.
hätte jetzt gedacht, wir haben Mitte August, Hochsommer. Heute soll es 33 Grad werden. Und diese Nacht waren es nur 4 Grad. Und dementsprechend ist das Wasser auch extrem kalt. Ich kann nicht sagen, wie kalt, aber es ist ultimativ kalt. Von der Bockhütte geht es jetzt weiter. Angeblich sagt der Schild noch 8,5 Stunden an Fußmarsch. Von einem Kilometer waren es noch 8 Stunden. Ja, ja, ganz komisch irgendwie. Aber was machen wir, wenn wir nicht mehr runterkommen? Die letzte Seilbahn geht irgendwas zwischen 17 und 18 Uhr wahrscheinlich. Ja, was ist, wenn wir die letzte Seilbahn nicht erwischen? Ja, dann bist du wahrscheinlich oben, wirst du Fuß runter müssen. Das ist keine Option und zu spät kommen ist auch keine Option. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal kräftig dran ziehen. Wir wollen schon von Leuten überholt. Wahrscheinlich geübte Wanderer. Ja. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was uns übrig bleibt sonst. Ja, das heißt, wir haben keine Wahl. Wir müssen es schaffen. Endlich klärt sich das Wetter auf. Guckt euch den Sonnenschein an. Obwohl es heute Morgen noch so bewölkt war und wir eigentlich nicht mehr gedacht hätten, dass es noch so klar wird, wurde mir eines Besseren belehrt. Also auf die Wettervorhersagen ist echt Verlass. Muss man mal so anerkennen. Oh, so langsam gibt es uns den Rest. Also wir haben uns so ein bisschen fit gemacht für den Sommer und auch immer fein durchgezogen. Aber gegen dünne Luft macht sie nichts. Junge, was für ein Märchenwald, oder? Das ist tatsächlich mitten aus dem Berg. Kommt da jetzt gerade so ein Wasserfall. Ja, wir gucken, ob wir näher rankommen, dass man es besser sieht. Wir hatten schon von Weitem gehört. Das ist echt atemberaubend. Yeah. Also geil, ne? Oh nein, das Leine da hinten. Ach, das Land. Hat geschafft. Oh, es hat geschafft, korrekt. Echt zu wild, oder? Einfach zu krass. Ja gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir zur nächsten Etappe. Das könnte dann die Rheinfallangerhütte sein, oder? Wir werden sehen. Rheintal-Angerhütte, jawohl! Ja. Hier ist die Rheintal-Angerhütte, hier zeigt der Pfeil nach oben und da oben schon die Zugspitze. Wir haben es nicht mehr weit, von hier aus geht es jetzt zur Knorrhütte. Von der Knorrhütte kommt dann der steilste Weg, aber der kürzeste dann. Und da kommen wir dann zur Zugspitze, also es ist nicht mehr so weit. Wobei die aber sagen, Zugspitze 6 Stunden und Zugspitzbahn 4,5 Stunden. Und wir haben jetzt wie viel Uhr? Weiß ich gar nicht. Schau ich mal eben nach. 13 Uhr.
Das hieße also, wir kommen dann erst um 19 Uhr an, laut dem. Ja. Und wären damit knapp 2 Stunden zu spät. Für die Bahn. Und müssten zu Fuß runter. Ja. Es wäre bitter, wenn das so wäre. Und der wirklich ungemütliche Teil, der kommt jetzt. So langsam zehrt es echt an den Nerven, an den Kräften.